Sie sehen jetzt das Foto von Frau Professor Dr. Stern, Elsbeth Stern. Sie ist Lernforscherin, schon sehr, sehr lange an der ETH ist sie. Und so Hintergrundinformationen habe ich alle soweit irgendwie möglich auch in die Präsentation eingearbeitet. Das heißt, wenn Sie ein PDF dieser Präsentation irgendwie erheischen können, dann und klicken drauf, dann kommen Sie zum Beispiel hier auf einen Artikel, ein Interview mit Frau Stern im Tagesanzeiger Zürich, wo sie an einer Stelle sagt, ich habe so langsam ein Problem mit dem Begriff digitales Zeitalter. Was heißt das denn eigentlich? Es wird immer so getan, als sei das jetzt eine Zeitenwende. Und ich kann das jetzt ja mit meinen Ohren so hören, wie ich will. Ich weiß nicht, in welchem Tonfall sie es gesagt hat, aber es ist für mich schwingt auch so ein bisschen was Ungeduldiges drin. Ich komme jetzt mal mit meiner Interpretation. Was habt ihr eigentlich alle, oder? Das sind jetzt einfach neue Tools, neue Werkzeuge. Die helfen an der einen Stelle, an der anderen Stelle sind sie einfach furchtbar nervig. Aber unser Zeitalter ist doch immer noch dasselbe. Es hat sich doch durch digitale Technologie wird ja keine Zeitenwende eingeläutet. So. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem sich die Diskussion Digitalität und Bildung in den letzten Jahren häufig ganz schnell entzündet. Also, dass relativ zügig die Frage auf die digitalen Technologien geht, ob und in welcher Form jetzt digitale Werkzeuge, Smartphones, Tablets, Remote-Werkzeuge, zum Beispiel nur um drei zu nennen, ob die in der Bildung und welche Art von Bedeutung die in der Bildung haben sollen. Und dann wird ganz schnell gegeneinander abgewogen, ist jetzt remote, digital, virtuell besser oder ist es besser, wenn wir alle irgendwo zusammen in einem Raum sitzen, weil menschliche Nähe und Beziehung so wichtig sind. Und auf diese Ebene möchte ich eigentlich heute gar nicht gehen. Ich würde gerne woanders anfangen und nicht so sehr fragen, welche Rolle digitale Technologie in Schule und Hochschule spielt, sondern meine Frage ist wirklich die, könnte es sein, kann es sein, dass sich unsere Kultur, was auch immer das ist, dazu gleich noch eine Folie und einen deutlich kompetenteren Menschen als mich, werden Sie gleich hören, zu dem Thema Kultur, kann es sein, dass sich unsere Kultur durch digitale Technologie und deren Einfluss die letzten 20 Jahre verändert? So kann es sein, dass wir tatsächlich in einer Zeitenwende drinstecken, dass wir in ein neues Zeitalter kommen. Und bevor ich die Folie wechsle und den Professor Stalder von der ZHDK zu Wort kommen lassen möchte, einfach nochmal diese beiden Annäherungsformen auf dieser Folie. Ich kann das Digitale als Werkzeug verstehen und nochmal Frau Stern zitieren. Es gibt wunderbare Möglichkeiten, zum Beispiel für das Üben von Vokabeln oder Matheaufgaben. Da kann der Computer adaptive, an den individuellen Lernstand angepasste Aufgaben stellen und gute Rückmeldungen geben. Das heißt, ich kann digitale Technologie im Bildungsbereich als ein wertvolles Werkzeug interpretieren. Und das Zweite, das ist jetzt schon ein Zitat von Felix Stalder, die Herausforderung der Bildungsarbeit besteht dann darin, Digitalität, das ist ja schon was anderes als Technologie, sie als ein Kulturphänomen zu begreifen, nicht als Tool oder technisches Upgrade von Didaktik, sondern er sagt, the digital condition is not about transporting content, but transforming societies and people. Und da möchte ich ihn jetzt gern selber zu Wort kommen lassen auf meiner nächsten Folie, wo er mit Studierenden in Deutschland so einen kleinen Philosophie-Halbtag gemacht hat und am Ende sich im Interview dazu äußert, was ist denn jetzt eigentlich Kultur der Digitalität? Digitalisierung ist der Prozess der Überführung eines analogen Sachverhalts in einen digitalen Sachverhalt. Das heißt, Dinge, die vorher mit analogen Medien organisiert wurden, werden nachher mit digitalen Medien organisiert. Ein Beispiel oder etwas Analoges wäre die Alphabetisierung, wo man sozusagen im früheren Medienschritt Menschen eine neue Kulturtechnik beibringt, die damit Dinge machen können, die sie vorher nicht machen konnten oder die sie vorher anders gemacht haben. Digitalisierung ist ein ähnlicher Prozess, wo die Grundlagen gelegt werden, um neue Handlungsabläufe, aber auch neue Wahrnehmungsformen und neue Denkstrukturen zu entwickeln. Die Digitalität
Hingegen ist das, was entsteht, wenn der Prozess der Digitalisierung eine gewisse Tiefe oder eine gewisse Breite erreicht hat und damit dieser ein neuer Möglichkeitsraum entsteht, der geprägt ist eben durch digitale Medien. Und das ist, wenn man es historisch schaut, kann man sagen, das ist um das Jahr 2000, sind diese Digitalisierungsprozesse so weit vorhergeschritten, dass wir sagen können, heute sind die dominante Raum, in dem wir uns bewegen, oder die dominante Bedingung, in der wir uns bewegen, nicht mehr die der Schriftlichkeit, das wäre quasi analog zur Alphabetisierung, sondern eben der der Digitalität. I think the internet, I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. What do you think, I mean, when you think then about the future? Is there life on Mars? Yes, it's just landed here. But that's, yeah. It's simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh yeah, I'm talking about the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment. Where the interplay between the user and the provider will be so insympatico, it's going to crush our ideas of what mediums are all about. Es wäre jetzt natürlich viel zu viel verlangt, in diesen 2,5 bis 3 Minuten das Phänomen der Kultur der Digitalität auch nur annähernd zu erfassen. Mit diesen beiden Männern und diesen kurzen Zitaten ist meine Absicht eigentlich nur aufzuzeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kultur durch den jahrzehntelangen, immer stärker zunehmenden Einfluss der digitalen Technologien sich unsere Kultur ganz stark verändert. Und das wird eben in der Kultursoziologie, Kulturwissenschaft, aber auch in der Ökonomie mittlerweile ganz stark diskutiert. Und dann ist ja die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Kultur? Wenn ich sage, ja, wir Menschen leben heute in einer ganz anderen Kultur. Also die Kultur verändert sich in eine Kultur der Digitalität. Woran merke ich denn das? Also wo mache ich denn dran fest, oder? Wenn er sagt, hier auf der Folie nochmal der Stalder, der dominante Raum, in dem wir uns bewegen und die Bedingungen, unter denen wir agieren, sind heute der Digitalität. Und dann ist schon die Frage, also was ist mit diesem Raum gemeint? Und da gehe ich auf die nächste Folie. Ich habe für mich, das ist einfach eine Folie, die ich für mich ganz persönlich gemacht habe, um für mich mal deutlich zu machen, was eigentlich in dieser kleinen Vokabel von Kultur alles drinsteckt. Also wenn ich Kultur nehme als die Ökonomie, als die Gesellschaft und die Politik, als Handlungsräume, oder als ganz klare kulturelle Handlungs- und Entscheidungsräume, die Ökologie, die Technik und die Technologie und die Forschung, die zusammen, und das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ihnen fallen jetzt wahrscheinlich noch andere Bereiche ein, wo Sie sagen, ja, Herr Schmidt, das fehlt noch. Kultur ist noch viel mehr. Und jetzt ist einer der Sätze von Felix Stalder, der für mich sehr, sehr nachhaltig in meinem Kopf Platz genommen hat, der, dass er sagt, in all diesen Bereichen führt Digitalität dazu, dass wir in ganz neue, ganz andere Prozesse der Bedeutungsgenerierung kommen. Dass wir also heute, wenn wir, und er sagt, Kultur ist eigentlich das menschliche, individuelle, gesellschaftliche Bemühen und Anstrengen, einen Kulturraum gemeinsam zu gestalten, indem wir sagen, und für uns haben diese Begriffe die Bedeutung. Wenn es darum geht, was ist bei uns für uns richtig und falsch, welche Werte sind bei uns Werte, die wir verfolgen, die für uns wichtig sind, welche nicht. Das geht von ganz normalen Interaktions-, Kommunikationsbedingungen bis zu dem Punkt, wie wir Geschlechtlichkeit definieren, Zugänge auch, wer darf überhaupt mitreden, wenn es um Kultur geht, wenn es um die Gestaltung von Gesellschaft und Räumen geht. Denken Sie jetzt nur mal an das Internet als den Raum, in dem heute ganz viel politische Entscheidungen getroffen werden. Denken Sie an den Kauf von Twitter durch Elon Musk. Denken Sie daran, dann haben Sie schon intuitiv ein Gefühl dafür, wie stark eigentlich Digitalität heute unser Kulturraum ist, in dem Kriege entschieden werden, in dem über Wahlen entschieden werden und so weiter. Und ich komme jetzt auf dem Hintergrund mit meiner Idee und sage,
Ja, was heißt das denn jetzt für Bildung? Oder? Also, was heißt das denn für Bildungsarbeit, wenn wir heute in einer Gesellschaft leben, in der du viel, viel mehr und andere Kompetenzen entwickeln musst, wenn du in diesen Bereichen partizipieren möchtest? Als Mensch, als Bürgerin, als Bürger. Also wenn du dich politisch, gesellschaftlich engagieren und informieren und verstehen willst, was stimmt nicht, welche Informationen brauche ich, welche sind wichtig, wem glaube ich, wem vertraue ich, welche Quellen sind zuverlässig. Das sind ja heute, was die kulturelle Dimension betrifft, also sprich Partizipation in Kultur und Gesellschaft, als auf den Arbeitsmärkten zum Beispiel, oder ist das ja ganz entscheidend. Ich gehe einen Schritt weiter. Das ist auch so ein bisschen Verarbeitung von Felix Stalder und seinem Buch, der sagt, wir haben heute die Situation, dass unsere Kultur ein maximal diversifizierter Raum ist, ein maximal heterogener Raum, in dem alle präsent sind, in dem eine Entgrenzung nicht nur der Inhalte, sondern auch eine Entgrenzung der Ästhetik, eine Entgrenzung der Präsenz, eine Entgrenzung, wer ist dabei, wer spricht mit, wer hat auch das Recht und wer mischt sich ein. Diese Omnipräsenz, die Gleichzeitigkeit von allem, das Mitsprechen, die Beteiligung, da haben wir eine unglaublich starke Verdichtung und eine unglaublich starke Vergleichzeitigung von Werten, Überzeugungen, von allem. Und da komme ich an den Punkt, dass ich mich frage, wie befähige ich mich da drin, mich sicher und partizipativ zu bewegen? Das hat zuerst mal gar nichts zu tun mit Schule oder mit Hochschule oder mit Studium, sondern da bin ich gefragt als Mann, als Frau oder in welcher geschlechtlichen Identität auch immer. Das ist nämlich auch sehr stark in Bewegung gekommen und wird sehr stark beschleunigt durch die Kultur, in die wir hineingekommen sind. Es gibt in Österreich eine Initiative, die heißt Digital Citizenship Education. Und ich habe Ihnen da mal, also hinter dieser Folie ist jetzt quasi, habe ich versucht, den deutschen Soziologen Armin Nasehi und den Begründer der Netzwerksoziologie, den Spanier, dessen Name mir nie einfällt, wenn ich ihn brauche, der kommt aber noch im Laufe des Abends, habe ich hier so mal in verschiedene Positionen zusammengefasst und würde Ihnen das dann Ihnen einfach mal so als Thesen oder Hypothesen und Fragen in den Raum stellen, wie unsere Bildungsherausforderungen heute lauten. Nämlich die Frage, wie manifestieren sich Macht, Partizipation, Teilhabe, ökonomischer Erfolg heute in einer digitalen Gesellschaft? Wie gestalten sich In- und Exklusion, Aus- und Einschluss von Menschen und Menschengruppen durch das Phänomen des digitalen Netzwerks? Ganz fundamentale Fragen, die sich uns stellen heute. Wie erstarken und radikalisieren sich fundamentalistische Gruppierungen? Wie gehen wir mit Überwachung und Datenautonomie um? Dann haben wir auf der einen Seite einen blühenden Datentransfer und steigende Produktivität, also Geld mit Daten verdienen und Informationen. Andererseits dadurch die Gefahr des sozialen Ausschlusses bis hin zu ganzen Territorien, die im digitalen Netzwerk gar nicht auftauchen, oder? Die gar keinen Zugang haben zu digitalen Netzwerken. Wir haben das Phänomen, dass klassische Formen von Politik immer mehr an Glaubwürdigkeit verlieren. Wir haben kraftvolle zivilgesellschaftliche Bewegungen, die aber noch keine gemeinsame Identität finden. Das ist ein ganz, ganz spannendes Problem, das wir gerade haben. Im Bildungsbereich gibt es weltweit unglaublich spannende Initiativen, die Bildung ganz neu machen und ganz neu erfinden. Die kommen aber noch nicht zusammen. Das funktioniert noch nicht. Und ein Punkt, der mir auch wichtig ist, und das ist auch nicht vollständig, was ich Ihnen hier präsentiere, überhaupt nicht, dass Forschungsgelder und Forschungseinfluss sich weltweit immer mehr bei Konzernen konzentriert. Also wenn ich mir anschaue, wie viel Milliarden Facebook und Alphabet, Google und Elon Musk mit seinen Firmen, selbst Amazon, also große, milliardenschwere Konzerne in Forschung investieren, das heißt nicht, dass die auf die ETH oder auf die Universität Essen zurückgreifen. Also auch da verändert sich im Moment ganz viel. Und meine zentrale Frage ist die, wie bilden wir uns? Also wie sollen wir uns bilden, damit wir als Individuen, als Menschen in diesem neuen Kulturraum der Digitalität partizipieren können und nicht einfach nur nicken und abnicken und mit uns das machen lassen, was halt gemacht wird und was möglich wird. Und da möchte ich einfach nur ein Zitat von Peter Biri bringen.
der sagt, Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Also wenn ich jetzt frage, wie wollen wir uns bilden? Und auf der anderen Seite, ausbilden können uns andere, aber bilden kann sich eben jede und jeder nur selbst. Peter Biri, ganz kurz, oder? Man kann ihn auch anklicken auf der Folie. Bekannt auch als Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon, dieser wunderbare Roman, den er geschrieben hat. Im realen Leben ist er nicht nur Schriftsteller, sondern war er auch Philosophieprofessor in Berlin. Und er hat sich zur Bildung sehr stark geäußert. Und mir ist eben dieser Satz sehr, sehr wichtig geworden, dass er unterscheidet zwischen Bildung, was etwas ist, was Menschen mit sich selbst machen, was du nicht mit mir machen kannst und der Lehrer nicht mit mir und der Professor nicht mit mir. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können, auch ein Studium. Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden. Wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in dieser Welt zu sein. Und diese Unterscheidung zwischen Bildung und anderen Formen der Entwicklung, die ist für mich bei der Frage, wie wir uns in der Kultur der Digitalität bilden, ganz, ganz, ganz wichtig. Und drum jetzt bitte nicht erschrecken. Es ist eine Folie mit ganz viel Text. Ich gehe den nicht durch mit Ihnen, sondern mir ist einfach wichtig geworden, meine Spur auch aufzuzeigen, auf welcher Spur ich mich hoffnungsvoll auf den Weg mache oder und sage, ich muss, wenn ich von Bildung spreche, unterscheiden und sagen, im Bildungsbegriff sind vier Dimensionen untergebracht. Und die kennen Sie alle, weil wir haben die alle durchlaufen. In Bildung, wenn wir Bildung sagen, Bildungssystem, dann reden wir immer auch von Erziehung. Wir reden immer auch von Sozialisation. Wir reden immer auch von Ausbildung. Und es gibt eben in dem Bildungsbegriff auch noch dieses Spezielle, was Bildung ausmacht und was eben nicht mehr mit Ausbildung und Sozialisation und Erziehung abgedeckt ist. Sozialisation, also Vergesellschaftung des Menschen und Erziehung, das sind Dinge, die wir der Pädagogik zuordnen als Erziehungswissenschaften. Und das hat ganz viel auch mit Volksschule zu tun zum Beispiel. Aber selbst auch in der Berufsschule haben wir noch ganz viel Berufssozialisation drin. Das sind alles Dinge, die wichtig bleiben, die sich durch Digitalität auch verändern. Aber meine Frage ist die, wenn es um Bildung geht, geht es um das Individuum, da geht es um dich. Da geht es um die Frage, was ist denn das, was noch übrig bleibt, wenn die Ausbildungsthemen, die Sozialisations- und die Erziehungsthemen abgedeckt sind? Und das ist es, was mir im Bildungssystem im Moment zu kurz kommt, zu kurz, damit wir uns befähigen könnten, in einer Kultur der Digitalität mit diesen riesigen Ansprüchen lebens- und partizipationsfähig zu werden. Und deswegen möchte ich nur die linke Spalte kurz anschauen. Also zu sagen, oder? Wie können wir Bildungsprozesse gestalten, die auf das Offene und auf die Möglichkeit zielen, die also nicht schon durch Inhalte und richtig-falsch und Kompetenz und all das andere Wichtige abgedeckt sind, sondern wie können wir Bildung auch als offene Prozesse gestalten, die auf das Mögliche und nicht mehr auf das Notwendige zielen, die das Unabschließbare an Entwicklung fokussieren und ermöglichen. Also auf individueller Ebene zum Beispiel, oder? Wo Bildung resistent ist gegen von außen kommende Zweckmittelvorstellungen. Denken Sie sich einfach mal in Ihre eigene Bildungsbiografie hinein. Wie viele Möglichkeiten hatten Sie dort, tatsächlich resistent und unabhängig von außen kommenden Zweckmittelvorstellungen sich zu bilden? Und wie stark war das, was Sie erlebt haben, als Bildung immer schon verzweckt durch Inhalte und durch Ziele und Ergebnisse? Ne? Da, diese Differenz finde ich wichtig. Der dritte Punkt ist, sagt der Tobias Prüver, der das Buch geschrieben hat, Humboldt Reloaded, im Diskurs der Bildung kann es darum gehen, bislang Unartikuliertes formulierbar zu machen. Also nicht etwas, was irgendwo in einem Lehrplan steht und jetzt noch entdeckt werden muss, sondern wo es um viel mehr geht. Also wo es darum geht, dass ich als Mensch in mir, in der Welt Dinge entdecke und artikulationsfähig werde oder mache, die es für mich bisher noch gar nicht gegeben hat. Was dafür spricht, Bildung in meiner metaphorischen Welt mehr als eine Expedition zu verstehen und weniger als eine Safari? Also, ich habe den Eindruck, Schule ist ganz stark Safari, wo wir in sicheren Räumen von Lehrerinnen und Lehrern, die unsere Reiseleiter sind, durch spannende Gegenden geführt werden. Aber Expedition wäre eigentlich eher Bildung. Und das Letzte, Bildung befähigt zum Umgestalten von Gesellschaft, statt für eine Gesellschaft funktionstüchtig zu machen.
Und was sind denn das für Kompetenzen? Also was entwickle ich als für Fähigkeiten, auch für Einstellungen, auch für Haltungen, für Mindsets, für Werthaltungen als Mensch, wenn es darum geht, diese Gesellschaft, so wie sie heute ist, mit ihren wahnsinnigen Anforderungen und Ansprüchen weiterzuentwickeln und umzugestalten und humaner zu machen und viel mehr Partizipation zu ermöglichen und unsere Lebensgrundlagen zu sichern unter den Bedingungen der Digitalität. Also das finde ich, mich hat einfach, für mich ist diese Folie unter dem Aspekt sehr, sehr, sehr spannend, weil ich so ein bisschen aufzeigen kann, wenn die Ausbildungsthematik, die ihr Recht hat und ihre Bedeutung, wenn die abgehakt ist und die Sozialisationsthematik und die Erziehungsthematik, dann geht es mit der Bildung erst los. Also dann kommt die Frage in den Raum, wie willst du leben? Wer willst du sein? In welcher Gesellschaft möchtest du leben? So, das sind so die zentralen Fragen, die dann eigentlich losgehen. Und jetzt verlasse ich diese hohe Flughöhe und gehe noch zwei Folien und es ist 17.41 Uhr. Also ich habe jetzt hier mal ein Interview mit dem neuen Rektor der ETH Zürich, einen Ausschnitt genommen, der mich fasziniert hat. Das ist für mich wie einen nächsten Schritt machen jetzt, oder? Die Frage, was sagt so jemand, so eine Persönlichkeit, oder? Mit so einer Karriere, mit so einer verantwortlichen Position, was wichtig ist in Zukunft zur Gestaltung von Welt und Gesellschaft. Und der sagt, am Ende geht es in Organisationen wie der ETH und dem CERN um dasselbe, nämlich mit hochmotivierten, talentierten Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam Ziele zu erreichen. Die meisten Herausforderungen von heute können nur noch dank hervorragender Teamarbeit gelöst werden, genauso wie die sehr komplexen Experimente am CERN nur von großen internationalen Kollaborationen entwickelt werden können. Das ganze Interview ist sehr spannend, aber ich finde, wenn so jemand, und das machen eigentlich Menschen vom Schlage des neuen Rektors, machen das immer wieder, sie sagen, die entscheidende Kompetenz ist heute nur noch, wir kriegen die Probleme, die Kultur gestaltet die Probleme gelöst, eigentlich nur noch, indem wir lernen, zusammenzuarbeiten. Und das klingt jetzt recht banal, nach knapp einer halben Stunde, Bildungstheorie und Digitalität und so. Und er spricht nicht davon, dass wir die meisten Herausforderungen von heute nur dank hervorragender Technologien lösen können. Das heißt aber nicht, dass die unwichtig sind, die Technologien. Wenn du heute in dieser Welt von A nach B kommen willst und mit anderen zusammenzuarbeiten, dann musst du die digitalen Technologien beherrschen. Das schlägt kein Geister weg, wie man so schön sagt. Da führt kein Weg dran vorbei. Nur, die Frage ist, die nächste ja erst, was machen wir damit? Also nicht die digitalen Tools, Werkzeuge, Anwendungen und künstliche Intelligenz und Artificial Intelligence ist entscheidend, sondern die Frage, was tun wir damit? Um die Probleme anzupacken und zu lösen, um die es geht, die im Raum stehen, die adressiert sind, oder? Und da finde ich eben es wirklich legitim zu sagen, es geht eigentlich darum, dass wir das nur zusammen anpacken können und nur in Teams und nur weltumspannend. Und da ist die Frage, welche Kompetenzen entwickeln wir? Und wann fangen wir damit an, in unseren Schulen und in unseren Hochschulen und in der Berufsausbildung junge Menschen da zu unterstützen? Dass sie möglichst früh, möglichst lernen, Verantwortung für ihr Lernen, Verantwortung für das Gestalten von Lernprozessen zu übernehmen. Ich gehe auf meine letzte Folie, weil da steht es drauf, oder? Das sind diese vier Elemente dieses Kreises, wo ich sage, das ist für mich meine Antwort. Es ist nicht vollständig, es ist auch nicht die Wahrheit, es ist nur meine Antwort auf die Frage, ja, worum geht es denn jetzt bei Bildung auf dem Hintergrund, oder? Und da sage ich, für mich ist in meiner Zeit als Lehrer, Lerncoach, Bildungsentwickler, sind diese vier Bereiche entscheidend geworden. Dass wir heute möglichst früh und nachhaltig realisieren, dass wir die Verantwortung tragen für unser Lernen, für unsere Bildungsarbeit, für die Reflexion dieses Lernens, für die Steuerung und Planung. Also etwas, wo Schulen noch ganz am Anfang stehen, wenn überhaupt. Weil Schulen ja die meiste Zeit alles für Lernende vorbereiten und kontrollieren und bis zum Ende durchtakten. Dass wir tatsächlich auch Lernen zu einem echt selbstorganisierten Prozess machen. Also nicht nur die Durchführung von Schule organisieren dürfen, sondern das Lernen selbst. Dass wir verantwortlich für die Koordination, das Zeitmanagement, den Ressourceneinsatz, die Verlaufsplanung von Lernen werden. Das wird dann sehr schnell sehr konkret. Dass wir
unser Lernen selber reflektieren lernen, also etwas vom Entscheidenden, oder, dass wir heute lernen, selber einschätzen zu können, ob die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, ob das wirklich passt, also ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob die Art und Weise, wie wir, was wir lernen, welche Quellen wir nutzen, ob das wirklich auch, ob das sinnvoll ist, ob das wertvoll, ob das zielführend ist. Und das Steuern von Lernprozessen, also dass ich quasi derjenige bin, der verantwortlich ist, tatsächlich auch für die Steuerung, Tempo, Rhythmus, Menge, Fülle, all das. Also ich habe den Eindruck, dieses Thema selbstbestimmtes Lernen, was in der Pädagogik regelmäßig ganz stark in den Vordergrund gerückt wird, wir müssen unbedingt und so weiter, oder? Und dann machen wir aber doch wieder Pädagogik am Ende und nehmen die Kinder und Jugendlichen an der Hand und führen sie durch. Nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Ich denke, eine große Herausforderung ist die, dass wir im Bildungssystem, aber auch bei uns selbst, bei mir persönlich, bei dir und bei mir, den Mut entwickeln, unsere Bildungs- und Lernprozesse immer mehr selber in die Hand zu nehmen. Also das Lern- und Prozessdesign selber in die Hand zu nehmen und uns immer unabhängiger machen, dadurch ein Stück weit, von dem, was uns quasi serviert wird und als richtig und als falsch verkauft, egal von welchem System.